Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part The Binding of Isaac Rebirth. Ja, es kam ja eigentlich nicht mehr, weil ich es ja auch nicht mehr machen wollte. Und jetzt bin ich hier einfach so in den Cursed Room gegangen. Da war der Goathead. Und dann ja, dachte ich mir so, spielst du mal auf Engel Deals. Das Ziel ist, Godhead zu bekommen. Also ich hab Godhead schon, ne? Oh, was? Daddy 100. Das ist interessant. Aber eigentlich würde ich lieber den D6 mitnehmen. Ja, ich wollte ja eigentlich kein Isaac mehr hochladen. Und ja, nach langer Zeit, wo ich versucht habe, immer wieder das Cube of Meat Dings da zu machen. Den Super Meat Boy, ne? Da, ja, ich nehme einfach mal wieder ein paar Sachen Isaac auf. Warum nicht? Vielleicht ist dann ja auch irgendwann der Part dabei, wo ich der Real Platinum Gott werde. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ob es danach weitergeht, weiß ich nicht. Wow, das war knapp. Das ist jetzt halt eigentlich schon wieder eine Ausnahme, weil ich probiere halt immer das blöde Book of Revelation zu bekommen. Und das ist total anstrengend, weil es eigentlich fast nie kommt. Und dann verkackt man das immer. Oder das Spiel gönnt es einen einfach nicht. Das nach so vielen Stunden nicht einmal alle vier Reiter kriegt. Ey, das ist so ätzend. Warte, wir können den... wir gehen erstmal gucken wir, was er uns gibt. Dann gucken wir mal, ob wir den die Handel würfeln. Oder wenn es nicht so gut ist, dann reroll ich einfach mit dem D100 in einem anderen Raum, damit ich den D6 nicht wegwürfel. Aber hab dann halt das gewürfelt, was ich habe, und das wäre halt ein Item, was ich nicht haben will. Ne? Ja, genau. Bisschen kompliziert, aber. Aber das kriege ich schon hin, das passt schon alles. Alter Monstro, spann dich mal. Du bist nur Monstro, Alter. Eine Bombe wollte ich jetzt eigentlich aber auch nicht verschwenden, deswegen. Ja gut, die Zeit war jetzt schon ein bisschen, ne? Weil. Wollen wir nicht? Ich glaube tatsächlich ja. Und das rollen wir. Das rollen wir. Das macht auch Sinn. Da man Herzen nicht mit dem D100 würfeln kann, soweit ich weiß. So, dann nehmen wir den auf. Wenn wir den hier drin einsetzen, würfeln wir den D6 mit. Ach verdammt, die würfeln doch den Goathead. Nee, dann kann ich das nicht machen. Shit. Ach, jetzt hätte ich gerollt und dann hätte ich ihn zurückgelegt und wir kriegen das Jump-Buch. How to jump. Ja, juckt doch rein. Shit, das habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir tatsächlich vollkommen anders vorgestellt. Wir holen uns den Geheimraum. Nice, er ist wirklich dort. Und... oh. Wollen wir in den Shop? Ja, komm. Schönes blaues Herz vielleicht. Oh, die Bibel. Oh, noch besser. Wir würfeln einfach nochmal. Scorpios, ist gut, ja. Poison Tears, nice. Richtig gut. Wir haben auch vier blaue Herzen. Heißt, der Devil Deal sollte sicher sein. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt verkacke. Und dann, ja, hoffe ich, dass da nichts Gutes drin ist und ich mich darüber nicht ärgere, dass ich auf Angel Deals spielen will. Man kann sich ja noch kurzfristig umentscheiden, ne? Wenn da was richtig Gutes drin ist. So, mal am Snipe hätte ich auch... es ist schon so ewig her, als ich das mal hatte. Auf sowas hätte ich Bock, ja, aber... wobei man... warte, ich bin... so, ne? Ja, tatsächlich.
Das ist irgendwie immer kritisch, ne? Mit Curse of the Lost ist immer kritisch. Oh shit. Komm. Ja, dann gehen wir einfach rein. Ist egal. Ja, und so schnell werden aus dir Herzen 2,5. Da können wir nicht rein. Außer wir kriegen ein Arcade Room, aber ich glaube nicht. Ja, komm, wir haben genug Bomben. Und kriegen noch mehr raus. Nice. Wollen wir. Könnten Münzen drin sein? Ich weiß ja nicht. Will ich Münzen? Ich glaube nicht. Shit. Shit. Schlüssel. Oh nice, das ist der Goldraum schon. Oh nein. Okay. Ich glaube, ich nehm's mit. Aus einem Grund nämlich. Weil ich ja. Obwohl ich. Nein, stimmt gar nicht. Ich will ja beim Devil Deal nicht würfeln. Ich will ihn ja gar nicht mitnehmen. Oder ich. Oh scheiße. Oh bitte, bitte das Damage ab, ey. Oh. Würfel ich das jetzt oder nicht? Gucken wir mal, was es beim Boss gibt. Ich hoffe, es ist, wenn es Horn ist, ne? Alter. Denn. Dann wurde ich hier richtig. Das ist nicht wahr. Das ist da einfach nicht wahr. Wow. Dreckiger Horn, Alter. Ja, wahrscheinlich. Ich spam ihn jetzt auch mit Bomben zu. Oh shit. So. Das sammeln wir noch nicht ein. Ah, das können wir öffnen. Das zählt, soweit ich weiß, nicht dazu. Ja. Gut. Nice. Das läuft. Das läuft auf jeden Fall. Wo habe ich die ganzen Spinnen? Ah, was? Abel. Nee. Naja. Abel Run ist ein gewonnener Run. Na, jeder Abel Run ist ein gewonnener Run. Oder wie war das? Oh, was? Nee, sammle ich jetzt noch nicht ein. Wäre nicht von Vorteil. Oh, komm. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ich habe eben auch den Goldraum jetzt gar nicht mehr mitgenommen. Was war da überhaupt drin? Was war dann drin? Ich gehe halt. Geht auch falsch wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist lächerlich. Ey, bitte, Mann. Ich brauche ein blaues Herz. Sonst. Ey, jetzt kann ich die Goldräume, die Engelsräume vergessen. Nein, ganz sicherlich nicht. Oh, komm. Oh mein Gott. Kunden? Ja, komm. Ich muss. Und hoffen, dass ich noch ein Herz bekomme, also ein blaues Herz. Und? Na. Was eine Kacke. Sie ist sehr gestorben. Soll mir ja egal sein. Ah, die killen wir auch einfach von hier.
Nee, was? Lass mich hier rein da. Mann, lass mich doch einfach rein da. Junge, was er für eine Feuerrad hat, ist ja grottig. Mann, Alter. Oh, warte, ich kann da umsonst rein. Oh, geil. Nice. Ein Schlüssel könnte ich mir noch holen oder eine Batterie. Ey, bitte, Mann. Komm schon jetzt. Alter. Ja, dann so eine Kacke. Jetzt würfeln wir 100 pro. Und kriegen die nächste Kacke. Jetzt kann er mich mal nach ganz oben bringen, schnell. Aber das macht er auch nicht. So, und wenn ich jetzt ganz unten in den Goldraum will, dann bin ich beim Boss oder so. Wahrscheinlich. Na, so mal legen. Nehmen wir mal mit. Ich hätte halt nochmal würfeln können, aber... Ach, kaufen wir uns einen Schlüssel? Nee, oder? Nee. Wer braucht Schlüssel? Ich nicht. Gertie Junior, nein. Ja, hoffentlich holen wir ein paar Fliegen hier. Das wäre auf jeden Fall gut. Nein. Ja, mhm. Aber wieso... Oh Gott, wieso macht er mich nur einen halben? Er ist doch Champion, oder nicht? Er ist doch diese Orange. Jetzt. Huhuhuhu. Oh shit. Ich glaube, ich muss mir... Ich hole mir doch die Batterie. Ach, verdammt. Kann ich doch jetzt nicht mehr. Wenn ich rausgehst, ne, ich hab den Goat Head, ne? Gucken wir kurz, gucken wir rein. Da ist eine Kacke. Bleibt der da? Ja. Wir haben noch eine Bombe, das ist gut. Denn wir rollen beides, den Keypiece, also der Schlüsselteil, und den Nebel. Ich weiß nicht, wie das heißt da gerade. Keine Ahnung. Guck mal, jetzt kann er mich mal warpen, ja? Nach vorne. Oder auch nach hinten. Geht natürlich auch. Ich hatte eigentlich gedacht, Boss Rush schaffen wir doch noch. Waren ja nur 2,5 Minuten, die ich verschwendet habe, aber... Ja... So, ich hoffe... dass das jetzt einigermaßen läuft hier. Ja, super läuft das. Super läuft das. Ey, komm, kann er nicht so... Wow, und Kacke fliegen. Kann man den vergiften? Irgendwie... Wow, nicht, oder? Obwohl, so schlecht damit machen wir gar nicht. Es geht. Ja, Mann! Yes! Alter, wie geil! Alter, wie krank. Ungelogen, First Try. First Try Godhead. Aber irgendwie habe ich doch nicht diese Aura da drum. Hä? Junge, dieses... Wieso habe ich die Aura da nicht? Diese... Was soll das? Ja, wahrscheinlich... Oh, die Left Hand. Wahrscheinlich wegen den... Wegen Skorpioner. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Oh, richtig gut. Ach ja, wir werden The Relic. Shit.
Der Mongo Friend. Okay, es läuft. Es läuft leider richtig gut. Oh. Nein, nein. Hat sich aber gelohnt. Alter. Weißt du, ich denke, man, dann denkt man sich einmal, ja, sieht man mal auf Engelräume. Versucht Gott herzubekommen und dann klappt das wirklich. Halt nicht nur bei der ersten Aufnahme jetzt, ne, also bei dem ersten Aufnahmeversuch, sondern halt wirklich bei dem erstmöglichen Angel Deal. Das ist so stark. Wie viel habe ich? Zwei? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Man kriegt doch ein Damage. Ne, warte, das war sehr gut hart, ne? Oder war das nicht auch bei Gottlieb? Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ja, weiter. Ich habe jetzt auch zwei Soul Hearts. Läuft auch. Wir sollten ja eigentlich wieder einen bekommen, ne? Ein Angel Deal? Eigentlich schon. Was machen wir denn da? Schönes. Ach, verdammt. Boards of Steel. Oh mein Gott. Also, es, man sieht's, ne? Ich habe ja Homing Tears, habe ich ja. Dit habe ich ja. So ist das ja nicht. So, jetzt komm. Pam. Chat. Ja, gut. Jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder ich nehme Little Chat oder ich würfel im Angel Deal, wenn ich einen bekomme. Ja, muss ich. Ich habe Gold Hat. Und Gold Hat. What? Dennoch so eine Kacke mit Kisten hier. Voll die Kacke. Richtig Kacke. Voll der Mist, Mann. Könnte mich gerade richtig aufregen. Warum? Verstehe ich nicht. Ey, warum? Ich pack's nicht. Ist wenigstens ein einigermaßen guter Devil Deal gewesen. Ich habe ja 5 Herzen, ne? 5 rote. Oh shit. Da wär's. Ja, hätte ich's gemacht. Oh ja, Mann. Der packt. Damage and Tears up. Wow. Ich bin halt aber auch falsch gegangen einfach. Shit. Ja, nicht schlimm. Ich hole mir einfach das. Ich glaube, ich hole mir das Herz von oben oder ich. Ah, ja, stopp mich nicht. Ist ja egal. Da habe ich schon das nächste. Ich würde sagen, das ist ein gewonnener Run. Hundertprozentig. Was soll noch schief gehen? Ja, das ist es halt, ne? Was soll noch schief gehen? Guppy könnte langsam mal kommen, ne? Finde ich auch. Bin ich auch der Meinung. Guppy, wo bist du? Komm her, Alter. Oh. Schöne 3 Münzen. Und... Pheromone. Oh, verdammt. Nein, das war überhaupt nicht schlau. Hä, wo ist der Goldraum? Da unten kann es doch nicht mehr so weit weitergehen. Oder?
teilt sich nochmal. What? Schaltet sich auf jeden Fall nochmal auf. Da ist er. Nice. Nicht nice. Ich wollte den gar nicht aufnehmen. Habe ich irgendwie so getan, warum auch immer. Ah, ja, wahrscheinlich. Steam Sale will ich nicht, wollte ich gerade sagen. Warum sollte ich das auch noch gebrauchen? Ich meine, ich bekomme noch einen Shop. Oh, komm. Ja, easy. Was? Oh mein Gott. Hä? Oh Mann. Oh Mann. Hä, jetzt bekomme ich doch einen, oder was? Oh shit. Scheiße. Nice. Ich hab Gott Tears, also was will der? Bringt dir dein Engel sein auch nichts, denn ich hab Gott Tears. No. Ja, nehmen wir beides mit. Egal. Ja, das auch. Habe ich zwar 7 rote Herzen, aber okay. Ja, da gehe ich rein, auf jeden Fall. Mann! Gabi, where are you? Ah, ich brauche Damage-Ups, Mann. Oder Gabi? Sowas wie Magic Mushroom. So Standard, ne? Die Standardsachen. Cricket's Head. Cricket's Body wäre auch richtig gut, ne? Oder wirken die danach auch noch denn mit God Tears, hier God Head? Das wäre übelst krass. Boah, richtig gut. Hä, was? Im Ernst? So schnell. Sonst rein und raus gehen ist auch richtig gut. Shit. Ja, ich gehe nochmal nach oben. Schon allein wegen dem hier. Ja. Was soll mich jetzt noch? Was soll mich jetzt noch aufhalten? Das ist halt jetzt die Frage. Was soll mich denn jetzt noch aufhalten? Ach komm. So. Bisschen Money. Kann ja nicht schaden. Mann! Ich hasse Cursor so Maze, ey. Junge! Oh, und dann bin ich hier falsch. Oh, bitte. Ja, gut. Ich muss aber hier lang. Wenigstens etwas, was ich hier weiß. Und ein schönes blaues Herz. Und kein Gabi. So lässt es sich leben. Nicht. Da gehen wir 100% rein. Ich hoffe, das ist nicht super Greed. Ja, nehmen wir alles mit. Oh shit, das war dumm. Ja, pf.
Ich würde sagen, wir hoffen jetzt mal auf den Devil Deal. Denn was will ich noch von dem Angel Deal? Weil ich komme nicht mehr raus. Ach, scheiße. Aber ich wollte auch noch die Karte holen aus dem First Room. Da habe ich auch nicht mehr gemacht. Den Boss Rush kriege ich auf jeden Fall auch nicht mehr. Sind wir schon 5 Minuten 20 drüber. Au. Ja. Das will ich eigentlich nicht haben. Obwohl. Wollen wir zu Mega Satan? Ach komm. Wir machen es mal ein bisschen spannend. Mega Satan wird doch mit Isaac und dem Blue Baby doch, würde ich sagen, ziemlich schwer. Liz könnte auch schon schwer werden. Denn, so viele Herzen haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt gerade 7, 5 rote, 2 blaue. Jetzt haben wir noch halbes mehr. Wow. Ach stimmt, wir haben noch Holy Mantle, das ist auch noch gut. Das ist halt die Sache, ne? Wir haben nur 3 Striche Damage. Da bringt einem Godhead auch nicht so mega, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß ja nicht. Hätte ich jetzt kein Godhead und nur 3 Striche, denn wow, da würde ich das gar nicht mehr spielen hier, aber davon mal abgesehen, ne? Kann man, wenn man von Holy Mantle getroffen wird, Polaroid-Effekt kriegen? Ne, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne. Wollen die mich jetzt verarschen? Jetzt reiten die da lang, oder was? Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich hoffe mal nicht. Sollte aber nicht zu hören sein. Ist nicht so laut. Ey, guck mal, wie viel... Nee, wie viel die aushalten. Oh Gott, das wird so anstrengend, ne? Vielleicht bekommen wir ja noch das ein oder andere Damage ab. Ne? Der... Wow. Wie er mich einfach getroffen hat. Pam, mit dem Face, Alter. Der mich... Könnte er bitte sterben? Hallo. Noch ein Damage ab. HP ab. Ja, komm. The Halo. Ja, wir brauchen ja beide Key Pieces, also. Let's go. Upsala. 3. Mann. Hätte ja auf 4 gehen können, ist ja auch ein kleines Damage Up, ne? Ja, daran spiele ich auf jeden Fall. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Aber unsere Tiers sind ziemlich erhöht, oder? Also ziemlich, ne? Bis jetzt. Oh, geil. Oh, und wisst ihr was? Das rollen wir. Und bekommen schönes Damage ab. HP. Mann, HP ab natürlich. Oh, komm, die wollen wir auch haben. Nice. Oh, die schöne Bibel. Die können wir rollen. Wenn ich den Würfel aufgeladen habe. Aufladen. Ja, locker, oder? Kriegen wir locker noch hin. Eine Aufladung ist noch drin. Nein. Jetzt das Monster Manual. Ne? Und dann
noch den Wafer und Sharpluck. Aber es würde nichts passieren, weil ich den Sharpluck nicht mehr bekommen kann. Wafer könnte ich noch bekommen, ja. In der Chest. Und Monster Manual könnte ich auch noch in der Chest bekommen. Wow, wir haben ihn gekillt. Soll ich jetzt zurück? Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Nee, komm. Habe ich gerade nicht so viel Bock drauf. Um ehrlich zu sein, nein. So, wir sind. Wow. Hä, für drei Striche ist das ganz gut, oder? Ich denke schon, ja. Hoffen wir mal nicht auf den Laser, dass wir ihn noch schnell, bevor der Laser kommt, down kriegen. Läuft. Boah, wir können sogar noch mal gegen ihn kämpfen und würfeln. Oh nein. Ach nee, wir kriegen ja. Shit, wir kriegen ja gar kein Item. Stimmt ja. Also erstens, das ist ja Womp 2 oder was war das? Utero 2. Und zweitens hätte ich ja so eine Münze oder eine Bombe, kriegt man ja sowas. Kriegt ja kein Item mehr, wenn man schon die beiden Teile hat. Habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, ne. Ach was? Oh shit. Habe jetzt nicht darauf geachtet, dass das Challenge Room war. Aber der ist easy. Loki, ja. Zack, und. Und der hier, der No Hand. Zack. Ja, die blauen Herzen bringen mir natürlich jetzt nicht mehr so viel. The Relic hat die Arbeit aber getan, die tun sollte, ne? Obwohl wir nur die vier Herzen hatten, hat es uns das Blau gegeben und unseren Angel Deal gesichert. Ah, ich bin so behindert. Stimmt ja gar nicht. Wir haben ja Goat Head. Wir hätten ihn so oder so bekommen. Ich den Goat Head immer vergesse. Einfach immer, jedes Mal. Oh, verdammt. Ja, gut. Großer Raum, kleiner Raum. Wir gehen in den kleinen Raum und das war natürlich der falsche Weg. Ist ja logisch. Ist immer der falsche Weg. Nein. Oh shit. Oh shit. Komm, nervt doch nicht, Alter. Alter. Sei mal nicht so unentspannt. Ich muss die Left Hand auf jeden Fall ablegen. Oh shit, Mann. Wie soll ich das merken? Wie soll ich mir das merken, dass ich die gleich ablegen muss? Ich könnte sie jetzt ablegen, aber nö, das will ich auch nicht. Könnte ja noch eine Kiste kommen. Wir brauchen ja nicht mehr viele Gabi-Teile. Ah, wobei Gabi ist. Ach, scheiß drauf. Scheiß auf Gabi. Was will ich mit Gabi? Oh. Würfeln? Nicht würfeln. War das schlau? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es nicht so schlau war. Wobei ich eh keine Bomben lege bei Kämpfen oder so. Ich lege ja jetzt keine Bombe. Auch mit Mr. Mega nicht. Das ist, nice, ich hab den großen Aufwand gesprungen. Endlich mal was Gutes von Curse of the Maze. Ist ja mal ganz gut. Ne? Pam, para, pam. Und der falsche Weg. Das gibt's doch nicht. Ah, oh, shit, ich wollte noch zurückgehen. So, denn doch nicht mehr rechtzeitig geschafft, weil wir haben, ja, ne? Polaroid, halbes Herz, ne? Wie krass. Wo
Wo muss ich bitte lang? Oh, Curse of the Maze. Ich hasse dich. Wie, ich muss in den großen Raum. Ich will da nicht rein. Nein. Shit. Yes. Nein. Das kann ich nicht machen. Ich verliere einfach. Das kann ich nicht machen. Ich bringe mich um, dann werde ich stärker. Weil sonst... mich umbringen. Alter, wie anstrengend. Wow. Hä? Was habe ich denn bitte für ein Item? Dass ich Items bekomme. Junge, die sterben. Shit. Verdammt. Killt mich, bevor ihr sterbt. Nein. Nice. So. Jetzt bringen wir auch wieder The Relic was. Wow. Es. Wo muss ich jetzt hin? Shit. Oh, verdammt, komm schon. Ist es das jetzt? Ja. Ich hätte halt so viele Herzen verloren und jetzt bin ich nochmal ein Stück stärker geworden. Oh, Damage wurde erhöht. Tears wurde wahrscheinlich erhöht. Ein paar Sachen wurde erhöht, Range glaube ich. Ich bin ja jetzt Lazarus. Ne? Oh, nice. Das war richtig gut von mir überlegt, ja. Und ich meine, ja, es ist so oder so ein gewonnener Run jetzt. Könnt ihr mir nichts erzählen? Es ist so oder so ein gewonnener Run. Was soll noch schief gehen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich musste mich ja schon anstrengen, dass die mich killen, obwohl... ja... obwohl ich es halt wollte, ne? Haben die es irgendwie... keine Ahnung, haben es ja irgendwie nicht gemacht. So, wo sind die nächsten? Da. Und dann... die noch. Das war's nicht. Das war's. Dann holen wir uns noch den Geheimraum. Ja, von mir aus. Ich hoffe, wir bekommen noch ein richtig gutes Item. Full Famous. Death Touch. Und Proptosis. Wahrscheinlich. Na, ich hoffe natürlich, dass wir es bekommen, aber ich glaube nicht, dass wir es bekommen werden. So, lege ich jetzt die Left Hand ab oder nicht? Ich meine, ich brauche noch einen Gabi-Teil. Eigentlich. Oh, verdammt. Shit. Verdammt. Richtige Kacke gerade gebaut, aber okay. Oh mein Gott. Das kommt davon, wenn man sich einmal nicht konzentriert. Oh, shit. Ich wäre zwar nicht gestorben, aber... trotzdem. Das habe ich jetzt nicht getan. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte die Left Hand ablegen. Weißt du, R2 auf der PlayStation ist ja R2, um die Sachen abzulegen. Ich drücke einfach L2. Mann. Oh Gott, ich dachte schon, ey. Curse of the Unknown, aber. Ja, das will ich aber nicht haben. Ich habe noch Gabi's Tail, ne? Heißt, wir werden noch ein paar Kisten bekommen. Ne, ich habe nicht Gabi's Tail. Oder? Hä? Habe ich Gabi's Tail? Welche habe ich denn? Die Dead... habe ich überhaupt zwei? Ich glaube, ich habe... ach ja, ich hatte den... den Kopf habe ich noch gehabt. Den habe ich aber wieder abgelegt. Alter...
Man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben. Gut, dann haben wir also doch nicht. Gab es Tail? Aber denke ich mal auch nicht so schlimm. Ah, komm. Void ja. Und Kiste. Pam. Schade. Ich müsste jetzt drei Herzen haben, ne? Zwei rote. Wow. Und ein Blau. Killen wir ihn. Kriegen Joker oder so. Ich wäre für Joker. The Lovers. Ja, wahrscheinlich. Killen wir mal ihn als erstes und Mr. Mega. man kann ja hoffen, ne? Ich glaube, wir können ihn sogar nochmal bekommen. Wir haben ihn ja vorher nicht eingesammelt. Wir haben ihn zwar einmal gesehen, aber ich glaube, wir könnten ihn nochmal bekommen. War das Leo oder war das Taurus? Taurus, nicht Taurus, ne? Wir wollen ja mal immer bei der Richtigkeit bleiben, ne? Schön. Ja, jetzt brauche ich Taurus auch nicht. Aber okay. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Durch den Raum hier. Und würfeln. Wir nehmen nochmal kurz die auf. Und bitte. Yes. Shit. Mehr Glück kann man einfach nicht haben. Gut, das ist jetzt irgendwie auch nicht der Überdamage, aber ich meine, er ist gut. Oh, bitte. Oh, shit. Was? Ach ja. Schön nochmal Cricket's Head, ey. Ach, wie geil. Wäre mal... Oh, shit. Oh, was? Wäre mal gespannt, was wir noch daraus kriegen. Drei Items haben wir noch. Ich schätze erst... Wow, das Blue Baby ist unten. Deswegen... Gehen wir aber mal hier lang. Jo, jo. Oh Mist. Los, los, bitte, bitte. Jo, wahrscheinlich. Das bringt mir aber nur Herzen. Splitshot wäre vielleicht interessant. Ich nehme natürlich alles mit, aber wenn ich noch eine Aufladung... Kriege ich niemals. Niemals. Oh shit. Ah, jetzt bin ich gekillt. Er bringt mir ab hier ab. Oh, komm. Obwohl, es sieht doch noch sehr gut aus. Mit 6 Räumen könnte es noch hinhauen. Na, Horn, Alter, was will der denn? Was will er denn? Will er Stress machen? The Relic zahlt aber ganz gut aus, ne? Finde ich. Diesen Müll nie behalten. Boah, rechtzeitig noch hochgegangen. Und wir kriegen auf jeden Fall noch die Räume zusammen. Ist auch schon mal nice. Ja, den nehmen wir mit. Bucket of Lard. Jetzt besiege ich Blue Baby und dann
würfeln wir und dann besiegen wir Mega Satan. Oh, nice. Wow, was holt der so viele Homing-Tiers raus auf einmal? Hä? Das macht er doch sonst nie so oft. Oh. Und das war's. Großer Augenblick. Nein. Scheiß Dreck. Ich sehe mein Herz nicht. Oh mein Gott. Das kann jetzt einfach alles versauen. Aber komm, mit Godhead muss man zu Mega Satan. Wow, shit, wie abgeht. Oh. Ja, ich treffe ihn ja nicht. Ich treffe ihn ja nicht. Ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Habe ich so das Gefühl. Oh, warte, nein. Ich krieg noch ein blaues Herz. Nicht? Oh Gott. Das auch noch. Ich krieg nicht mal ein blaues Herz. Nein. Das war's mit Dings. Oh mein Gott. Oh, das war gut. Oh, was? Hä? Nein. Alter, ich weiß meine Herzen halt auch nicht, ne? Shit. Ich konnte das rote Herz einsammeln. Das heißt, ich habe noch zwei. Kriege jetzt aber Polaroid, glaube ich. Hoffentlich. Oh mein Gott, mein spannendster Mega Satan Kampf, den ich je hatte. Und er ist. Mann, verpiss dich. Nice. Okay. Nur. Nein, ich bohr das Herz. Oh Gott, wie viel Herz. Ach, ich habe ja Bucket of Lard noch gehabt. Oh, zum Glück. Oh Gott. Ich habe ihn besiegt. Weiß irgendjemand, wie viele Herzen ich hatte? Das interessiert mich irgendwie schon. Gerade richtig doll, Mann. Alter. Es muss ja so knapp gewesen sein. Krasse Sache. Gut, dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo es denn mit Isaac wahrscheinlich weitergeht. Ne? Ein paar Isaac-Parts kommen denn vielleicht nochmal. Mal schauen. Bis dann und ciao.